Ja, hallo und herzlich willkommen zu World of Warcraft Classic Wrath of the Lich King. Gleich zu Beginn muss ich sagen, das ist wieder eine Folge, in der ich nachvertone. Denn ich habe es mal wieder geschafft, mein Audacity-Projekt zu überschreiben. Keine Ahnung, das ist irgendwie passiert gerne im Augenblick. Ich weiß nicht warum. Ich habe das schon mit zwei Versuchsaufnahmen hinbekommen und es ist wie es ist. Ich hatte eine etwas längere Pause aufgrund persönlicher Gründe und bin aber ganz froh, dass es jetzt hier weitergeht. Also es macht ja immer Spaß, deswegen heute endlich mal wieder ein bisschen Zeit für mich, fürs WoW-Spielen. Ich weiß nicht mehr, was ich alles gesagt habe. Aber hier habe ich auf jeden Fall gedacht, ich check mal nochmal den Sanitäter, welchen Level ich da habe. Mir war dann aufgefallen, ich hatte meinen Runenstoff weggeschickt an meine, an meinen Bankcharakter. Was ein bisschen blöd ist, wenn das passiert. Weil dann kann ich Erste Hilfe nicht leveln, weil ich brauche Runenstoff. Da habe ich nicht aufgepasst, also das muss ich irgendwann jetzt mal wieder... Ich muss mal gucken, wie viel Runenstoff mein Bankcharakter und der schneidernde Todesritter schon in der Bank haben. Weil vielleicht kann ich dann die Erste Hilfe hier mal endlich vollenden auf den nächsten Level. Und ich habe mich dann kurz überlegt, was ich mache questmäßig. Dann war natürlich klar, ich muss nach Thrymar zurück. Deswegen werde ich jetzt zum Windreitermeister gehen und nach Thrymar zurückfliegen. Genau, hier habe ich die Quest, die wir das letzte Mal gemacht haben. Ich habe mich nicht mehr erinnert, was ich in der letzten Folge alles gemacht hatte. Aber wir hatten unter anderem in der Schlucht uns umgetan. Wir hatten ja sehr viel aufgeräumt. Es gab sehr viele Quests, die wir gemacht haben. Das Questlog ist kleiner geworden. Ja, und es werden wieder mal nur Punkte von der Allianz kontrolliert. Ich weiß nie, ob das an der Uhrzeit liegt. Das ist tatsächlich sowas. Morgens früh ist fast immer, sehe ich auch viel, viel mehr Allianz-Charaktere als Horde-Charaktere. Keine Ahnung, ob die Allianzler alle Frühaufsteher sind und die Hordler lieber länger schlafen. Ich bin ja eigentlich auch kein Frühaufsteher, aber ich finde, so 10 Uhr morgens ist ja jetzt auch nicht entsetzlich früh. Es wäre schön, wenn es mal wieder von der Horde kontrolliert wird und man den Buff bekommt, aber ja, Mai, das ist halt so. Okay, Thrymar ist erreicht. Das ist sehr schön. Genau. Die ganzen Dinge, die wir noch machen müssen. Zangarmarschen. Ich kann schon Ausblick geben, das wird in der Folge danach passieren. Genau. Den Brief und... Ja, das ist immer noch so eine Quest. Gruppenquests und so. Die ist auch nicht so easy. Genau, das haben wir auch noch, den Posten des Szenarios helfen. Das müssen wir noch machen. Das ist aber alles Richtung Zangarmarschen. Das, den Weg kennzeichnen. Das ist auch eine nette Belohnung. Ja. Hier überlege ich ganz eindeutig, was alles so als nächste Quest anstehen könnte, was man so machen könnte, wie man das zusammenfügen kann am besten. Und Schwarzkralle die Wilde, das hat es mir angetan, weil diese feine Schärpe da wirklich deutlich besser ist als unsere jetzige Schärpe. Und ich spoile, in dieser Folge werden wir die Schärpe nicht bekommen. ja, das ist Level 63 sind wir da gerade, letztes Mal geworden oder sind halt erst noch immer ein 63, da fehlt uns noch ein bisschen was.
So. Wir gehen natürlich erst zu Nazgrel, geben bei ihm die Quest ab. Vorwärts zum Sieg. Ja, was habt ihr für uns, Onimandra? Ich habe diesen Brief. Seid ihr sicher? Wahre Orks hier auf der Höllenfeuerhalbinsel. Das sind große Neuigkeiten, Onimandra. Der Kriegshäuptling muss umgehend davon in Kenntnis gesetzt werden. Ja. Seid sicher. Seitdem wir das erste Mal die Scherbenwelt betreten haben, hat der Kriegshäuptling auf diese Nachricht gehofft. Nun seid ihr es, der die Ehre hat, ihm persönlich die Botschaft der Magar zu übermitteln. Verliert keine Zeit, Onimandra. Nehmt diesen Brief. Er enthält mein persönliches Siegel. Es gibt nichts, was Thrall mehr erfreuen wird, als die Botschaft, die ihr bei euch tragt. Kraft. Ja. Für die Horde. Ist der Blutfalke. Bravo, Onimandra. Ich wusste, dass ihr Erfolg haben werdet. Das Ende der Legion rückt immer näher. Ja, das, das war jetzt kurz und knapp. Der ist, ja. Und ich habe jetzt auch tatsächlich dann direkt entschieden, wir reisen jetzt nach Ugrimmar und übergeben Thrall den Brief von Nazgrel. Das ist, ach so, ja. Die vielen Ausrufungszeichen machen mich immer noch ganz kirre, wenn da so viel ist. Aber das sind alles Gruppenquests oder PvP-Quests. So. Rein von der Entfernung her ist es einfach am sinnvollsten, das Portal an dunklen Portal zu benutzen. Also auf der diesseitigen, auf dieser Seite des dunklen Portals dann das Portal nach Orgrimmar zu nehmen. Alles, also jetzt nach Shadrath zu reisen und von da, das ist, dauert viel zu lang. Wir haben ja auch den Ruhestein in Falkenwacht gesetzt, von daher ist das alles kein Problem. Wir können also super ja, das machen wir als nächstes, genau. Ja, es ist immer so seltsam, etwas nachzuvertonen. Hat so ein bisschen. Ich schaue mir quasi selber über die Schulter, wie ich spiele. Das ist sehr, sehr seltsam. Ich kommentiere quasi ein Let's Play. Es ist fast wie ein React-Video. Ja, der Ruf der Maga, den müssen wir erhöhen. Der Ruf in Thrymar ist schon ziemlich gut. Also, Tristessa ist auch ziemlich gut. Also, da sind wir schon ziemlich weit auf dem Weg nach Respektvoll. Da habe ich auch gedacht, das müsste man eigentlich auch nochmal pushen. Aber Tristessa ist eben halt so... Ja. Gut, für die Quests kriegen wir halt keine Erfahrung mehr, wenn wir jetzt nach Tristessa zurückgehen und da Quests machen. Aber man könnte es für den Ruf auf jeden Fall machen. Die Treppe ist da. Ja, genau. Die Orientierungen, wenn man gerade durchs Portal gekommen ist, ist halt schwierig, ne? Da ist man ein bisschen desorientiert. Man wird so durch die Gegend geworfen. Genau. Jetzt bloß nicht auf dem Weg ins Tal der Weisheit den Weg verfehlen. Bin ich ja immer gut drin. Weiß nicht mehr, was ich hier wollte. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich an dieser Stelle mehr gesagt habe. Ich glaube, dass ich mich an der Stelle immer gerne, dass ich da immer gerne falsch laufe oder so. Ich erinnere mich nicht mehr. Es ist, wie gesagt, es ist ein paar Stunden her. Ja, Mondfest. Das ist mir auch aufgefallen, dass Mondfest ist. Ich wollte den Kalender anklicken. Genau, es ist Mondfest. Und es hat auch gerade erst begonnen. Also, mal gucken. Genau, macht Platz, macht Platz. Ich bringe Neuigkeiten
Für Thrall. Neuigkeiten aus der Scherbenwelt. Wichtige Neuigkeiten für Thrall. Ach ja, genau, Vol'jin. Heißer Typ und so. Ne? Gibt Leute, denen du nicht trauen kannst, habe ich ihm, glaube ich, gesagt. Ja, das haben wir alles schon mal. Das ist mir, genau. Bote für Thrall. Ihr bringt Kunde aus der Scherbenwelt, Priesterin. So dann, sprecht. Ja, ja, das sagt er immer. Ja, genau. Ihr bringt Kunde aus der Scherbenwelt, Priesterin. So dann, sprecht. Thralls Augen werden immer größer, als er Nazgrels Brief liest. Mein Volk, wir müssen sie erreichen. Wir müssen Nagrand so schnell wie möglich erreichen. Willkommen in Orgrimmar. Seid ihr gekommen, der Horde zu dienen? Ja, ich wollte das eigentlich. Ja, Thrall hat sich entschieden. Was ist euer Wunsch? Jetzt erstmal durch die Gegend zu laufen. Mein Volk hat in der Scherbenwelt überlebt. Unentdeckt für Jahre. Unverdorben. Thrall, my lord, geht es euch gut? Mir wird schon nichts passieren, Edric. Naja, mir wird schon nichts passieren, ist ein bisschen komisch von der Formulierung. Mir wird schon nichts passieren, Edric. Wir müssen mit den Vorbereitungen beginnen. Ich muss umgehend in die Scherbenwelt aufbrechen. Mit allem gebührenden Respekt, Kriegshäuptling. Unsere Gegner würden eure Abwesenheit sofort ausnutzen, falls wir uns vorher nicht ausreichend vorbereiten. Ihr habt recht, Edric. Der Zeitpunkt ist ungünstig. Stellt sicher, dass unsere besten Botschafter zur Höllschrei gesandt werden. Sofort, Sir. Für die Horde. Yes. Wenn er seinem Vater auch nur im Entferntesten ähnlich ist, würde ein Bündnis mit den Magar ein neues Zeitalter für die Horde einläuten. Jetzt aber. Entsandt zu den Magar. Nachdem ihr mir diese Botschaft überbracht habt, würde ich umgehend in die Scherbenwelt aufbrechen. Leider machen wichtige Angelegenheiten meine Anwesenheit in Durotar erforderlich. Ich werde den Magar umgehend einen würdigen Tribut als Zeichen unserer Freundschaft zukommen lassen. Des Weiteren entsende ich meinen fähigsten Diplomaten. All das wird Vorbereitung und Zeit kosten. Wir benötigen jemanden, der uns schon heute vor den Magar würdig vertreten kann. Ich setze mein gesamtes Vertrauen in euch, Unimandra. Reist zum Posten der Magar auf der Höllenfeuerhalbinsel und bietet ihnen eure Dienste im Namen unseres gesamten Volkes an. Enttäuscht mich nicht, Unimandra. Zu viel hängt davon ab. Hm. Ja. Wollte aber anmerken, ich bin eine Untote. Ich bin keine Orkfrau. Also, ist euer Wunsch? Volk und so. Also ja, für die Horde. Für die Horde. So oder ähnlich habe ich auf jeden Fall in dem Moment reagiert, das weiß ich noch. Genau, mit ihm reden wir auch noch. Mokvar. Thrall hat mir große Güte gezeigt, als er mir Schutz in seinem Reich anbot. Ich will nicht länger hier verweilen, als ich willkommen bin. Es wäre eine große Schmach für mich, wenn ich unseren Anführer in Gefahr bringen sollte. Okay. Aufrichtiges Angebot. Ich grüße euch, Priesterin. Eure Haltung verrät mir, dass ihr bereits ganz schön herumgekommen seid. Ich würde allerdings darauf wetten, dass euch noch keine Rüstung wie diese untergekommen ist. Wenn ihr mir einen kleinen Gefallen tut, wäre ich bereit, diese Rüstung gegen ein normales Paar Armschienen einzutauschen. Ich bräuchte eine ziemlich große Menge an Giftproben von den Spinnen und Skorpionen aus Silithus. Bringt es mir zusammen mit einigen Goldmünzen und ich werde den Tausch vornehmen. Ja, das ist jetzt eine sehr verlockende Sache. Die Armschienen des Tugendhaften. Das Problem ist, einfache Armschienen, ein normales Paar Armschienen, wie er sagt, ist eben nicht das, was er will, sind die Armschienen des Gläubigen. Die haben wir nicht. Wir haben Handschuhe des Gläubigen, glaube ich. Das ist mir dann nämlich auch aufgefallen. Das ist das Nachfolgeset. Es müssten die Handschuhe sein. Komm, rechts, Handschuhe. Da, die Handschuhe des Gläubigen. Wir haben die Armschienen des Gläubigen nicht. Man könnte natürlich gucken im Auktionshaus, ob man die Armschienen des Gläubigen kriegt. Dann kriegt man danach die Armschienen des Tugendhaften. Seid sicher. Ja,
Ich habe das erstmal nicht angenommen, denn ja, Silithus und so ist jetzt nicht unbedingt mein Lieblingsgebiet, muss ich ja wirklich sagen. Genau, dieser Herr dort hat mich interessiert. Ich bin nicht durch das Feuer gelaufen. Wieso habe ich das Schaden? Bin ich doch zu nah dran gelaufen? War das doch zu nah? Ah, gut. Ja. Ältesten Scharfseher, das klang für mich so nach Schamane oder so. Deswegen haben wir ihn dann doch da stehen lassen. Aber das Mondfest, das hat mich dann doch interessiert. Das habe ich, ja. Seid gegrüßt. Seid gegrüßt, Unimandra. Wir sind den ganzen Weg von der Mondlichtung gekommen, um die Kunde vom Mondfest zu verbreiten. Leistet uns doch bei den Feierlichkeiten Gesellschaft. Möge die ewige Sonne euch bescheinen. Die Druiden der Mondlichtung feiern jedes Jahr den großen Triumph unserer Stadt über ein uraltes Übel. Wir ehren die Weisheit unserer Urahnen, nehmen an herrlichen Festgelagen teil und schießen natürlich Feuerwerk ab. Für eine kleine Spende könnt ihr bei unserem Verkäufer farbenfrohe Raketen erwerben. Versucht doch mal einen der hier herumstehenden Zünder, Unimandra. Ja. Geht in Frieden. So. Wir sprechen aber noch erst mit Urahnin Dunkelhorn. In längst vergangenen Tagen lebten wir für die Jagd. Wir jagten nach Ruhm, nach Ehre. Ist jetzt alles anders? Ich spüre das Feuer des Lebens in euch, Priesterin. Ich akzeptiere eure Ehrerbietung. Nehmt dies als Zeichen meiner Dankbarkeit. Eine Münze der Urahn. Juhu! Genau. Die anderen Urahnen können wir auch... Ja, das ist das Einzige, wo ich ein bisschen Bauchschmerzen habe, aber die müssten wir eigentlich alle finden. Also vielleicht machen wir das tatsächlich noch. Ich habe es jetzt noch nicht gemacht, kann ich direkt sagen, weil... Ne? Aber die Idee ist schon mal da, weil das ist alles nicht so schwierig zu erreichen. Okay, da sind die Zünder. Ja. Ja, für Raketenbündel, für Feuerwerk. Kaufen wir also mal ein paar Feuerwerkskörper. Ne? Damit wir hier mal ein bisschen Feuerwerk machen können, damit wir die Einladung bekommen. Ich weiß, dass ich das früher mal total gern gemacht habe, das Mondfest, aber so... Genau, 8 Raketen und 2 Bündel. Genau. Ich kann doch noch zählen. Okay, dann legen wir mal los. Ich finde tatsächlich, die Raketenbündel sehen ja ganz nett aus. Wenn das viele Leute auf einmal machen, sieht das tatsächlich sehr cool aus. Also wenn da mehrere Leute das gleichzeitig machen, das ist schon nicht schlecht. Leider kann man selber selten, also nicht gleichzeitig mehrere Sachen abfeuern, weil es Cooldown hat. Botin des Mondfestes. Gut gemacht, Unimandra. Da ihr jetzt in der richtigen Stimmung seid, nehmt doch diese Einladung zu dem Fest auf der Mondlichtung an. Es sind recht unterhaltsame Feierlichkeiten, falls ihr etwas Zeit haben solltet. Wir teilen dort miteinander gutes Essen, Getränke, Geschichten und natürlich noch mehr Feuerwerk. Öffnet die Einladung, während ihr innerhalb des Mondlichtkreises steht und ihr werdet zur Mondlichtung transportiert. Tschüss. Jetzt, da ihr in Besitz der Mondfesteinladung seid, könntet ihr doch einmal zur Mondlichtung reisen. Ihr werdet dort viele Feiernde vorfinden. In Nachthafen erwarten Valada Sternsang und seine Schwester Fariel bereits diejenigen, die die Feierlichkeiten kaum erwarten können. Reist zur Mondlichtung mit Hilfe des Mondlichts und sprecht mit Valada Sternsang. Schaut euch um und erfahrt, welche Preise ihr während des Fests gewinnen könnt. Ja, das, Möge die ewige Sonne euch bescheinen. Machen einen kleinen Ausflug auf die Mondlichtung. Wie gesagt, immer im Hinterkopf halten, dass wir ja den Heimatstein in Falkenwacht gesetzt haben. Ist also nicht ganz so das Problem.
Natürlich könnten wir jetzt ganz viel Feuerwerk kaufen. Die ganzen Feiernden der unterschiedlichen Hauptstädte sind hier. Aber wir werden jetzt dann genau zu Valadar Sternensang reisen. Und ich schaffe es einigermaßen, mich nicht zu verlaufen auf der Mondlichtung dieses Mal. Ich weiß nicht, das ist ein kleines Gebiet, aber ich verlaufe mich da gern, wenn ich dahin muss. Man kommt ja außerhalb des Mondfestes, hat man sonst wenig Gründe, hier hinzukommen, wenn man kein Druide ist, deswegen ja. Ja, und ich habe halt den Zirkel des Szenarios auf 150 Ruf bisher. Den werden wir auf jeden Fall steigern. Also ich werde mehr Quests für den Zirkel des Szenarios machen. Das kann ich schon mal ankündigen. Das ist eine von den Sachen, die ich früher nicht so viel gemacht habe. Irgendwie die neutralen, die meisten neutralen Fraktionen sind bei mir beim Ruf immer so ein bisschen irgendwo hängen geblieben. Aber, ja, genau. Da fiel mir auf, dass ich offenbar noch nicht alles in der Mondlichtung erkundet habe, aber so, jetzt gehen wir natürlich erstmal auf den falschen Reiter, alles klar. Hm. Ja, komm, das sind die östlichen Königreiche, wann fällt es dir auf? Da. Genau, die Mondlichtfestung, die Mondlichtung haben wir nämlich längst erkundet. Hallo? Manchmal möchte ich meine Maus nehmen und ja, genau, ich habe es längst erkundet. Am 10.09.23 haben wir es abgeschlossen. Ich kann mich nicht erinnern, ob wir das mit, was wir da gemacht haben, aber da waren wir offenbar auch schon mal hier. Ich weiß noch nicht, ob das mit Onimandra... Doch, es muss eigentlich mit Onimandra gewesen sein. Von daher, ja. Aber, wie gesagt, also ich... habe trotzdem nicht alles auf der Mondlichtung erkundet. Also auch Nachthafen war ich offenbar noch nie, denn... das wird auch noch... Genau. Sehr, sehr verwirrend. Ist offenbar kein Bestandteil der Erkundung der Mondlichtung. Ja, so. Dann sprechen wir mal mit Valadar Sternensang. Was führt euch hierher? Onimandra, willkommen in Nachthafen, Gastgeber des Mondfests. Wenngleich unser Dorf normalerweise etwas entlegen und abgesondert von den Bewohnern Azeroths liegt, so öffnen wir während der Festtage doch allen unsere Arme und Herzen. Amüsiert euch gut, solange ihr hier seid, Onimandra, und sprecht wieder mit mir oder meiner Schwester, wenn ihr bereit seid. Seine Ahnen zu ehren bedeutet, der eigenen Kultur und dem eigenen Volk Ehre zu zollen, Priesterin. Die Münzen der Urahnen dienen dem Zweck, jene anzuerkennen, die dem ehrenhaften Pfad des Respekts folgen. Während des Mondfests werdet ihr die Möglichkeit haben, vielen Urahnen euren Respekt zu erweisen. Dadurch werdet ihr die Münzen der Urahnen erhalten. Bringt mir diese Münzen und ich werde euren Eifer mit einer Auswahl von einzigartigen Gegenständen belohnen. Ja, hauptsächlich Kleidung, Feuerwerksgedöns, was zu essen. Das könnten wir uns schon kaufen, habe ich aber dann nicht gemacht, weil wir haben ja bisher nur eine Münze. Und, ja... Es wäre natürlich total cool, irgendwie sowas tragen zu können, statt der scheußlichen Klamotten, die wir anhaben. Ist natürlich... Ja, da es ja hier keine Kostüme gibt, wie in anderen MMOs teilweise, was ich wirklich angenehm finde in anderen MMOs, sind wir ja hier gezwungen, mit unseren scheußlichen Klamotten rumzurennen. Also im Augenblick ist es halt so. Ich weiß nicht, wann das mit dem Transmoggen kam, aber ja. Eluns Segen. Das Biest Omen war einstmals ein bekannter Held. Als ein Wolf von großer Stärke und Geschicklichkeit kämpfte er im Krieg der Ahnen. Seite an Seite mit den Helden dieser Zeit, bis er den dämonischen Mächten verfiel. Sein Hass richtete sich gegen seine einstigen Verbündeten und auf seinem Rachefeldzug durch Azeroth verbreitete er Tod und Verderben.
Letztlich besiegte man ihn hier in den Landen der Mondlichtung, wer bis heute auf dem Grund des Sees von Ilunara ruht. Doch jedes Jahr während des Neujahrsfests erwacht er zu neuem Leben. Schart eure Freunde um euch, zieht los, beschwört und besiegt das Biest Ohm, erlangt Iluns Segen. Ja, das ist jetzt alles, ne? Das lehnen wir mal ab, weil wir haben keine Freunde. Viel Glück. Ja, gut. Fariel. Können wir. Rein theoretisch Dinge verkaufen. Von ihr bekommen wir Muster. Aber auch das, ja, nicht. Nichts, was wir jetzt, ne, brauchen. Und damit beende ich meinen Aufenthalt in der Mondlichtung. Kehre zurück nach Falkenwacht. So. Der Sieg ist nahe. Genau, da wollte ich nochmal gucken, welche Quest das war. Das hat mich nicht losgelassen. Ich musste doch nochmal, aber das war die, die wir... ja, das war auch eine Gruppenquest. Das hatten wir ja versucht, aber... ja. Ist halt immer das Problem, wenn man dann alleine unterwegs ist. Es gibt viele Sachen, die man wirklich alleine machen kann, aber manche von den Gruppenquests sind dann doch ein bisschen zu fordernd. Weiß nicht wieso, aber ich habe immer das Gefühl, ich vergesse einen Buff. Genau, da ist die Überlegung, was machen wir als nächstes? Sucht Schwarz gerade die Wilde? Oder doch den Weg kennzeichnen? Dann zu den Magar? Ja, das habe ich immer noch in meiner Quest, in meinem Questlog, aber ich muss gestehen, das wird, kann ich jetzt schon sagen, das werde ich rauslöschen. Diese Quest werde ich abbrechen, denn ich erinnere mich, die mit meiner Hexe versucht zu haben und auch mit ihr ging es nicht alleine. Ja. Gut. Ich glaube, ich wollte das mit den Leuchtfeuern machen. Ich meine, ich habe mich dann für andere Dinge entschieden. Was sich durch Zufall ergeben hat. Ups. Ja, da bin ich kurz in die falsche Richtung gelaufen. Das passiert ja manchmal. Und ich glaube, an der Stelle habe ich festgestellt, dass der... dass ich nicht weiß, wo diese Leuchtsignale sind. Weil die mir tatsächlich nicht aufgefallen sind. Und dann habe ich gesehen, dass da hinten dieses... Arakua... dass das da schon ist und habe mich dann kurzerhand umentschieden und wir kümmern uns dann erstmal jetzt um das gefangene junge Kaliri-Weibchen und um die Rollen der Haleshi. Pflücken noch eine Pflanze, ein Traumblatt, was immer sehr nett ist. Müssen uns mit einem bulligen Hölleneber auseinandersetzen, was also die sind wirklich immer etwas nervig. Da habe ich drauf gewartet, dass er einfach umfällt, dass die Dots mal durchticken. Ach ja. Nicht immer so viel Mana verbraten. Hier habe ich einen kurzen Blick hingeworfen, habe festgestellt, upsie, Allianz. Und da...
machen wir doch erstmal. Kümmern wir uns mal um das, um die Kaliri-Geschichte. Im Augenblick nutze ich auch gerne solche Sachen, um meine Fertigkeiten zu erhöhen. Entweder, also Zauberstäbe in den meisten Fällen. Also Stäbe im Nahkampf mache ich ja eher selten, weil es nicht so viel Schaden macht natürlich. Und eine locker gewirkte Hose haben wir bekommen. Sehr schön. So, da habe ich dann irgendwie gedacht, müssen wir das erst runterkloppen, damit wir das fangen können. Gott sei Dank ist es mir vorher aufgefallen, also ich brauche nicht aufschreien. Ich habe dann einfach gedacht, wir benutzen einfach mal den leeren Vogelkäfig und fangen es, bevor es von den Dots umgebracht wird. So, sehr gut. Das haben wir erledigt. Dann können wir uns kümmern um die Haleshi und so die hoffen, dass die Droprate der Rollen etwas besser ist als manche andere Droprate hier. Genau, Schattenwort tot, das hatten wir neu gelernt. Das ist eigentlich ganz cool, wenn der Gegner dann wirklich dadurch stirbt, sonst ist es blöd, weil man dann selber Schaden bekommt. Ja, juhu, eine Rolle. Ich finde immer, wenn man das erste, wenn man einen direkt beim ersten Unboxen eines Gegners eins der Items bekommt, die man benötigt, dann dann setzt so eine Euphorie ein, dass die Droprate vielleicht doch besser ist als befürchtet. Ja, das ist so eine Sache. Genau, da fiel mir auf, dass ich kein Buff-Food zu mir genommen hatte. Das Muschelett Magnifique, da haben wir noch ein bisschen von. Da muss ich auch mal gucken, dass wir irgendwo noch mal Muscheln bekommen, mit denen ich das machen kann. Weil wir damit noch unser Kochen leveln können. Wir haben wirklich das Problem, also mir fehlen Zutaten, mit denen ich das Kochen sinnvoll leveln kann. Weil ich keine Rezepte habe, die nicht Fisch benötigen. Und die Rezepte, die keinen Fisch benötigen, im Augenblick nicht lernen kann, weil mein Kochlevel nicht hoch genug ist. Es ist also ein endloser Kreislauf. Aus Dingen, die nicht gehen. Warum? Weil den Fisch müsste ich angeln und mein Angeln ist nicht hoch genug. Ich müsste mich hinsetzen und, keine Ahnung, 3 Stunden angeln leveln. Ab und zu mal angeln finde ich vollkommen okay, aber das die ganze Zeit zu machen, finde ich halt sehr anstrengend, weshalb ich das bisher noch nicht so wirklich viel gemacht habe. Es wäre natürlich sinnvoll, das Angeln hochzuleveln, damit wir dann auch die Fische kriegen, die für Rezepte nötig sind. Ne? Das muss man ja immer dazu sagen. Aber es wäre schön, Rezepte zu kriegen, die nicht auf Fisch angewiesen sind. Das war ein Magier oder ein Schamane, ein Windspeer. Das ist vielleicht eher Schamane als Magier. Ist auch gut was los. Über Al-Kaliri und Arakoa. Ist also echt Party. Und da ist eine Quest. Ich sag mal so. Es wird ein bisschen langwieriger, als ich gehofft hatte.
Und einen Schluck trinken müssen wir gleich. Wie mir auffällt, weil wir sehr wenig Mana haben. Sieht schon, da hinten in der Ecke ist ein Käfig und eine Person scheint dort drinnen zu sein. Mit anderen Worten, wir müssen jemanden retten. Und wenn man jemanden retten muss in World of Warcraft, ist es in der Regel eine Escort-Quest. Juhu! An diesen ganzen Bereich auch ehrlich gesagt nicht mehr erinnern. Ich weiß auch nicht, ob ich das damals gemacht habe, diese Person da zu retten. Bestimmt. Also, ich habe bis auf die Gruppenquest auf der Höllenfeuer-Halbinsel damals alles gemacht. Das weiß ich noch. Also zumindest mit meiner Hexe. Als ich danach dann mit anderen Charakteren hierhin kam, habe ich es nicht mehr gemacht, ehrlich gesagt. Habe ich dann immer nur das gemacht, was ich brauchte, um einigermaßen zügig weiter zu leveln. Das ist ja dann oft auch furchtbar wiederholt. Ja, genau. Ich erwähne hier auch nochmal, dass ich den Waff anlasse. Der Weg zur Falkenwacht. Auf dem geschundenen Gesicht des Blutelfen zeichnet sich bei eurem Anblick Erleichterung ab. Bitte, Priesterin, holt mich aus diesem Käfig heraus. Ich bin der Gruppe Othralma trotz Matik Torseldoris Warnungen vorausgereist. Schreckliche Kreaturen lauerten mir auf. Ich glaube, es waren diese Felshetzer, von denen er immer sprach. Zunächst gelang es mir, ihnen zu entkommen, doch das war erst der Anfang meiner Schwierigkeiten. Ich verband gerade meine Wunden, als mich die Vogelmenschen fanden und zurück in ihre Höhlen schleiften, wo sie mich in diesen Käfig sperren. Ich muss unbedingt zur Falkenwacht. Die Gerechtigkeit wird obsiegen. Ja, beschützt die. Das ist, also. Ja. Und natürlich, sie ist wie jede Begleitquest in WoW. Die zu begleitende Person rennt wie ein panierter Biber in die nächste Gegnergruppe. Man kann einfach nur hoffen, dass man schnell genug irgendwie reagieren kann und die Gegner runterhauen kann. Es ist ein bisschen anstrengend. Und sie haut natürlich mit ihren bloßen Fäusten zu. Ja, ihr werdet mich nicht davon abhalten, zur Falkenwacht zu gehen. Zu gehen, wohlgemerkt. Zu gehen. Ja, das Teufelsgras nehmen wir natürlich mit. Ich habe mich nur kurz versichert, dass da keine Gegner stehen. Es ist, die Begleitquests sind immer wieder enervierend. Vor allem, weil die Personen, die man begleitet, ja, sobald man einen Gegner angreift, vorrennen, den Gegner mit angreifen und dann zu ihrer letzten Position zurückrennen, um dann gemütlich weiterzuschlendern. Das ist so das, was mich am meisten verwirrt. Warum die nicht einfach, wenn die angegriffen haben, da hinten stehen bleiben. Nein, sie rennt jetzt zurück. Und zwar rennt sie ja wirklich. Immerhin haben wir die vierte Rolle gekriegt. Ja, und jetzt geht sie wieder. Als ob sie am Spaziergang, auf dem Spaziergang wäre. Das ist echt irre. Auch das habe ich an dieser Stelle vermerkt, denn das nervt mich immer wieder. Von der ersten Escort-Quest in WoW an, die ich gemacht habe, habe ich das gehasst. Das gibt es auch in anderen Spielen. Und auch in anderen Spielen sind Escort-Quests in der Regel etwas, was ich hasse. Am meisten nerven sie mich halt, wie gesagt, in MMOs.
in manchen Singleplayer-Spielen, wenn es da Escort-Quests gibt, ist es wenigstens noch so ausgerichtet, dass man... dass die dann nicht auf einer festen Route laufen, sondern mehr reagieren. Aber in einem MMO sind die NSCs, die haben ihre feste Route, die sie laufen. Anders kann man das nicht sagen. Es ist wirklich wie auf Schienen gehen die. Und die rennen dann auch immer wieder dahin zurück. Das ist echt schwierig. Ja. Mhm. Da drüben, sie folgen uns. Ja. Die folgen uns, genau. Ich hab erst den da hinten gedacht, aber der ist es gar nicht. Aber zum Glück sind wir ja nicht ganz so schwächlich wie noch. Genau. So können wir sie schon mal wegjagen. Wir hatten auch Glück. Der eine ist dann erstmal da hinten umgefallen und es hat auch den linken Krallenwächter da, die linke Krallenwache hier nicht gezogen. Das fand ich schon mal gut. Aber warum sie jetzt dann da links läuft, weiß ich auch nicht. Also die geht auch einen Weg, der total unsinnig ist. Wir looten dann erstmal. Also sie geht da oben lang. Ich weiß nicht, sie hätte ja auch da rechts lang gehen können, aber gut. Die Freuden der Begleitquest. Und ich meine, man kann die Falkenwacht schon sehen. Es erinnert mich an diese eine Quest im Krater von Ungoro, wo ich das Ding, dem wir folgen mussten, im Gras verloren habe, weil es so klein war und ich es nicht mehr sehen konnte irgendwie. Von daher. Ach ja. Erlaubt mir einen Moment zu rasten. Die Reise zehrt sehr an meinen ohnehin schwachen Kräften. Ja, wir haben dann auch mal versucht, einen Schluck zu trinken und in dem Moment sagt sie, habt ihr etwas gehört? Und wir werden angegriffen. Da habe ich mich veräppelt gefühlt. Da dachte ich, das ist jetzt der Moment, an dem wir als Begleiter auch mal rasten können. Aber nein, ist nicht so. Ist nicht so. Dieser einsame Windspeer hatte sich entschieden, doch noch uns zu folgen. Ja. Alle anderen... Naja. Da habe ich fest mit gerechnet, dass sie diesen bulligen Hölleneber zieht, aber der ist Gott sei Dank in die andere Richtung gelaufen. Bei dem habe ich einen Augenblick gedacht, es könnte klappen. Bis er dann links rummarschierte. Lustige ist, er greift sie zuerst gar nicht an. Und dann doch. So nach dem Motto, huch, da ist ja was. Das müssen wir in den Boden stampfen. Es ist ein bisschen seltsam. Ja, wir werden dich nicht davon abhalten, zur Falkenwacht zu gehen. Geh doch mal ein bisschen schneller. Zum Glück war das dann an dieser Stelle tatsächlich doch ausreichend weit von den Schweinen entfernt. Und wir haben es zur Falkenwacht geschafft. Mehr oder weniger. Ja, das Stadion wurde von der Horde besetzt. Aber auch das ist wieder nur kurzfristig. Wie immer. Und Taliris Morgenblick. Endlich, die Falkenwacht. Nur, wo ist mein... Oh nein, mein Rucksack fehlt. Wo habe ich denn? Ja, keine Ahnung, warum sie dann umgefallen ist. Eine weitere Pilgerin ist eingetroffen. Schnell, bringt Wasser, bevor sie verdurstet. Ja.
Joel Aran. Talaris ruft einige der Blutelfen aus dem Außenposten herbei. Schafft sie herein und versorgt ihre Wunden. Talaris wendet sich wieder euch zu. Sie kann sich glücklich schätzen, dass ihr sie noch rechtzeitig gefunden habt, Priesterin. Viel länger hätte sie dort draußen alleine nicht überlebt. Konntet ihr verstehen, was sie gesagt hat? Diese verletzte Pilgerin schreit irgendwas von einem Beutel. Habt ihr einen Beutel in der Nähe gesehen, als ihr sie gefunden habt? Ihre Angreifer müssen sich damit aus dem Staub gemacht haben, als sie sie vertrieben haben. Die Stachelklauen-Felshetzer aus der Schlucht im Süden sind bekannt dafür, dass sie einsame Reisende angreifen. Wenn sie sich nicht beruhigt, kann ich ihre Wunden nicht behandeln. Ihre Sturheit könnte sie das Leben kosten. Geht zur Staubstachelschlucht und haltet nach ihrem Lager Ausschau. Ich möchte wetten, dass sie ihn da verloren hat. Ja, es gibt dafür die Bedeckung des Pilgers. Das klingt schon alles ziemlich... Also. Bewahrt euren Stolz. Und natürlich läuft er wieder weg. Wir werden siegen. Der Klassiker. So. Bin mir gerade nicht sicher. Nee, wir haben jetzt, glaube ich... Ich jetzt erst, genau, der Arkanist. Habt ihr die Schriftrollen, Unimandra? Ja, 4 Stück an der Zahl. Gut gemacht, Unimandra. Die Geheimnisse der Scherbenwelt werden sich nicht lange vor uns verstecken können. Es ist unser Schicksal, die Meister dieser Welt zu werden. Für den Sonst. Jetzt mal alles abgeben, was wir abgeben können. Und dann machen wir weiter. Kümmern wir uns um weitere Dinge. Aber man merkt, so langsam werden unsere Aufgaben hier einfach ein bisschen weniger. Wir haben nicht mehr ein so volles Questblock. Das finde ich ganz gut. Die ewige Sonne wird uns leiten. Ihr seid zurück. Habt ihr mir ein Kaliri-Weibchen mitgebracht? Ja, hier ein wunderschönes. Ihr habt es geschafft. Ihr habt ein junges Weibchen gefangen. Sie ist wundervoll. Vielen, vielen Dank, Unimandra. Seid für alles bereit. Vielen Dank, Unimandra. Es sieht ganz so aus, als kämen sie wunderbar zurecht. Juhu. Ja, ich hatte irgendwie gehofft, man könnte von ihr so ein Kaliri-Weibchen als Pet bekommen, aber das ist nicht so. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich kann mich nicht erinnern. Ja, wir wurden netterweise gebufft. Das war der Moment, wo ich da gedacht habe, mit dem Buff könnte ich es ja vielleicht nochmal mit den anderen Dingen schaffen. Also das mit dem Leuchtfeuer, das machen wir dann gleich so nebenbei. Aber ich habe jetzt dann tatsächlich mich entschieden, es mal mit Schwarzkralle zu probieren. Weil die beiden Buffs, so Dornen und Mal der Wildnis, sind ja schon nett. Wenn man die zusätzlich hat. Ist dann entgangen, dass ich kein Elixier angeworfen hatte. Zusätzlich. Das wäre ja noch hilfreicher gewesen. Genau. Weil ich diese, wie gesagt, diese feine Schärpe, die hätte ich schon gerne. War ja auch nicht so weit mit der. Es war ja auch da innen, also die stand ja relativ allein, also man musste nur vorher ein paar Mobs aus dem Weg räumen, aber die Schwarzkralle selber ist, weil sie Elite ist, scheinbar hat sie keine direkten Begleiter nötig. Das ist tough. Wir hatten ja schon mal reingeschaut, da hatte ich das gesehen, dass die da alleine lief und hatte nur dann den taktischen Rückzug angetreten, als ich gesehen habe, dass sie ein Elite-Gegner ist. Was ja eigentlich aus der Gruppenquest schon hervorgeht, aber gut. Ja, hab gedacht, wenn man so hier ist und sie zu sich hier rüberholt, könnte man es versuchen.
Ich meine, ja, wir machen ihr auch Schaden. Das ist nicht so, dass wir ihr keinen Schaden machen. Aber es ist tatsächlich ein bisschen problematisch, dass wir zu wenig Mana dafür haben, alleine. Also das Mana ist mir einfach ausgegangen. Das ist ein Spoiler. Wir haben diesen Kampf nicht bestanden. Meistens habe ich mich dann noch geärgert. Für eine Sache, die jetzt gleich kommt. Mir fiel dann erstens auf, ich hatte vergessen, Heiltrank und Mana-Trank in die Leiste zu setzen. Und das ärgert mich am meisten. Der Typ steht da, der ist Level 62. Ja, er ist Allianz, aber er ist Level 62. Er hätte ja mal einfach einmal auf dieses Steinkrallendings draufhauen können. Dann hätte er uns helfen können. Da wäre ihm kein Zacken aus seiner Allianzkrone gebrochen. Das hat mich wirklich, wirklich geärgert. Dann habe ich festgestellt, ich habe noch einen Mana-Trank und ich habe noch Heiltränke. Ich habe noch diesen Elixier hatte ich auch nicht an, fiel mir dann auch auf. Heiltrank hätte in dem Moment vielleicht was gebracht noch. Wenn ich ihn gehabt hätte, wäre ich vielleicht nicht umgeboxt worden. Ich habe es dann tatsächlich nochmal probiert. Also ich gehe jetzt nochmal rein, ich probiere es nochmal, aber auch das hat nicht geklappt. Also ich habe dann gedacht, okay, mit Level 64 probieren wir es nochmal. Ich war dann nur mit Level 64 nicht, also... Genau, da wollte ich gucken, ob ich mich außerhalb der Höhle wieder beleben kann irgendwie. Manchmal geht das ja, ne? Wenn man so nah genug an den Todesort rankommt, dass man dann wiederbelebt wird. Ich finde diesen 1% Gesundheit und 3% Mana bei unserem Geist so lustig. Das ist, das war früher nicht, ne? Früher hatte man immer nur 1 und 1 und keine Ahnung. Es war auf jeden Fall sehr, ja, da beleben wir uns auch mal wieder. Ich hätte es, ehrlich gesagt, war ich dann ein bisschen, ich hätte es ihm gegönnt, wenn er gestorben wäre. Ich weiß gar nicht, was passiert wäre, wenn ich ihm die jetzt, ob ich ihm die hätte klauen können, weil wir ja Level 63 sind, was dann gewesen wäre. Oder ob ich ihm hätte helfen können. Aber ich fand es auf jeden Fall ätzend, dass er da, ich sag mal, ne? Egal ob man Allianz oder Horde ist, also ich weiß nicht, in so einer Situation versuche ich ja dann zu helfen. Er hätte uns den ja auch nicht klauen können, weil er ein Level unter uns war. Also, ja. Aber gut. Es hat meine Meinung von der Allianz nicht verbessert, um es mal so zu sagen. Ja, ich habe dann gedacht, ich könnte es doch nochmal probieren. Weil ich einfach... Ich wollte nicht einfach so aufgeben. Ich wollte testen, ob wie weit ich so generell komme. Ich meine, eben hatten wir ja noch das Mal der Wildnis und Dorn an. Wir waren ja schon relativ weit gekommen, ne? Es war einfach das Problem, dass mir das Mana ausgegangen war. Was blöd ist. Na, Inventar aufräumen, während man auf einen Gegner wartet, ist mal eine gute Idee. Ja, habe ich, glaube ich, geguckt, ob ich noch irgendwas machen kann, was mir hilft. Aber ich habe dann auch geguckt, ob ich noch einen besseren Mana-Trank vielleicht machen kann. Aber ich habe tatsächlich kein Rezept für einen besseren Mana-Trank. Ich habe nur den überragenden Mana-Trank und nicht den erheblichen. Also der überragende ist halt weniger gut. Der erhebliche, den wir da haben, den haben wir irgendwie gefunden. Den habe ich nicht selber hergestellt.
Da fehlt mir noch ein bisschen Alchemiekenntnis. Ich muss meine Alchemie noch ein bisschen leveln. Dann kriege ich hoffentlich das Rezept für den erheblichen Mana-Trank auch. So oft benötigen wir das ja gar nicht, aber manchmal eben doch. Ne? Das ist, genau. Genau, den räumen wir jetzt auch erst nochmal aus dem Weg, damit er uns nicht stört. Ich werde mal bei dem nächsten Besuch in Shadrat schauen, ob wir da schon was alchemiemäßig lernen können. Ich werde nochmal gucken, dass ich da ein bisschen was noch herstelle, meine Alchemie erhöhe und dann schaue, was ich eventuell herstellen kann. Ja, das war... Ach ja... kurz auf die 100% Mana warten. Aber ich glaube tatsächlich, dass Dornen eine ganze Menge bringt, wenn man die Dornenbuff hat. Weil dann ja Schaden reflektiert wird. Also immer so, der letzte Versuch lief besser. Bei dem ist mir direkt aufgefallen, läuft nicht so gut wie der andere. Schadenstechnisch. So, geht weniger schnell runter. Dafür geht meine Gesundheit deutlich schneller runter. Also. Ich habe dann zwar einen Heiltrank mal eingeworfen, wenn ich mich da recht erinnere, aber es ist halt. Ja, dann hat die noch Rüstung zerreißen draufgehauen. Und dann kam der Steinsichel-Alpha. Und dann war vorbei. Den habe ich erst gar nicht bemerkt, weil. Ne? Und dann, als ich dann plötzlich so erhöhten Schaden bekam, habe ich gedacht, okay. Nee. Ich gehe jetzt nochmal, hol meine Leiche und dann kümmere ich mich um die Leuchtsignale. Das wird auch nochmal interessant. ja, die feine Schärpe, die will ich so unbedingt haben. Die ist... auch mit einem, also die ist auch mit Level 64 oder Level 65 immer noch besser als alles, was wir wahrscheinlich kriegen werden, war meine Überlegung. Deswegen versuche ich es dann einfach nochmal. Denn die will ich haben. Die ist besser, die will ich haben. Diese Quest habe ich noch nicht aufgegeben. Wir haben es ja einmal fast geschafft. Ich habe also die Vorstellung, oder ich bin ziemlich sicher, dass wir die Quest schaffen können. Es müssen nur alle Faktoren dann in dem Moment stimmen. Das ist einfach so. Ja. Hier habe ich mich einmal durchgebufft. Und dann aber tatsächlich nicht viel gemacht, außer aufzusitzen und dann mal rumzureiten und zu gucken, wo diese Signale sind, weil mir die noch nie wirklich bewusst aufgefallen sind. Ich mich an diese Quest auch nicht mehr erinnern kann, muss ich gestehen. Ich habe dann ein bisschen Gegner hinter mir hergezogen. Ist vielleicht nicht ganz so intelligent gewesen. Bin dann erstmal aus der Schlucht ein bisschen... Also habe gedacht, jetzt musst du mal aus der Schlucht raus, um zu gucken, wo denn überhaupt diese Leuchtsignale sind, wie die überhaupt aussehen. Damit ich weiß, was ich machen muss. Als ich eben als Geist unterwegs war, ist mir aufgefallen, jetzt quasi mir selber über die Schulter schauen, dass ich an einem sogar vorbeigeritten bin. Aber das war mir zu dem Zeitpunkt nicht klar. Ich habe da einfach nicht drauf geachtet. Da ist schon eins, genau. Das arme Pferd. Natürlich reite ich durch die Gegner durch. Ist mir jetzt egal. Ich habe jetzt... ich habe mein Ziel vor Augen... Ich mache einfach mal, ne, und ja. Man kann ja immer noch einen taktischen Rückzug anziehen. Angehen. Was ich dann auch getan habe. Die Bubble angeworfen und bin weitergelaufen. Da hinten war schon das nächste Leuchtsignal. Das habe ich dann auch gesehen. Aber es ist wirklich interessant, wie viele Gegner hier plötzlich sind. Ich weiß nicht, das war... Als ich das letzte Mal hier unterwegs war, waren die nicht. Da hatte ich die Quest nicht mit den Leuchtsignalen. Da waren deutlich weniger Gegner. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das irgendwas damit zu tun hat, welche Quest man gerade hat.
habe es übrigens überlebt. Bin so lang gelaufen, bis nur noch dieser Steinsichelwelpe hinter mir war. Dann habe ich ihn zwar bekämpft, aber tatsächlich hat er dann den taktischen Rückzug angetreten. So. Und ich halte mich jetzt auch nicht groß mit Heilen oder so auf, wie man sieht. Sondern, ja, hier bin ich dann einfach mal weggelaufen. Interessanterweise haben die mich nicht angegriffen. Ich bin ziemlich sicher, dass die mich eigentlich hätten angreifen müssen. Haben sie aber nicht gemacht. Was dann sehr nett war, weil, ja. Die Pflanze, die da war, habe ich dann mal ignoriert. Ich weiß nicht mal, was das für eine war. Ich habe nicht drauf geachtet, ob das jetzt irgendwas Wichtiges war. Ich wollte diese Signale hinter mich bringen und dieses Gebiet, wo man irgendwie ständig von Steinsichelwelpen und fiesen, giftspuckenden Würmern angegriffen wurde. Darum bin ich dann einfach rausgeritten, bis keiner mich mehr angreift. Ja, genau. Und wieder zurück und habe dieses Leuchtfeuer entzündet und dann die Quest damit beendet. Da ist zwar noch was zu pflücken, aber auch das habe ich dann ignoriert. Und auch hier bin ich einfach rausgelaufen. Ich meine, Falkenwacht ist ja direkt über mir. Ich glaube, ich habe dann den zerrissenen Pilgerbeutel noch gemacht. Ich glaube, das war das nächste, wo ich mich dann dran begeben habe, weil das ja nicht weit weg war. Oder? Ja, genau. Ich habe mich entschieden, das zuerst zu machen. Weil das ja irgendwo da in der Nähe dieses Arakoa-Baus sein musste. Beziehungsweise da, wo sie vorher ihr Lager hatte. Genau, das Teufelsgras nehmen wir wieder mit. Das, genau. Da fiel mir dann auf, dass das nicht in dem Bau sein konnte, weil sie ja vorher ihr Lager woanders aufgeschlagen hatte. Dass das also hier mehr in der Richtung sein, in Richtung Staubstachelschlucht sein musste. Kann ich noch nicht wirken? Ich glaube, wenn ich nochmal einen Jäger spiele, dann hole ich mir, dann zähme ich mir einen Huscher. Ich finde diese diese Felshetzer einfach so cool. Ich finde, die laufen so lustig. Die haben immer so einen wippenden. Dadurch, dass die ja vier Beine haben, finde ich die auch nicht so schlimm. Wenn die acht Beine hätten, wäre es unangenehm, also wenn es Spinnenwesen wären. Sind sie aber nicht, sondern sind irgendwie Käfer oder sowas. Käfer mit vier Beinen. Und das finde ich gar nicht so schlimm. Und wie gesagt, die haben einen lustigen, wippenden Gang. Da hinten ist noch Traumwinde, die holen wir uns. Ja, es war schon Overkill, den Gedankenschlag zu machen, aber okay. Es war jetzt nicht so schlimm. Witzigerweise ist mir der Buff überhaupt nicht aufgefallen, der durch das Pflücken der Traumwinde kommt. Ich bemerke ihn später. Keine Bagge. Ich bemerke ihn noch, aber wie gesagt, später. So, nachdem wir das alles erledigt haben, habe ich entschieden, jetzt benutze ich den Ruhestein. Jetzt habe ich genug von diesem ganzen Rumgehechte, aber der Ruhestein braucht ganz schön lang, ist mir da aufgefallen. Juhu. So.
weiß gar nicht mehr, was ich da gesucht habe. Ich glaube, ich wollte schauen, ob irgendeiner der Händler da reparieren kann, weil ich wusste ja, ich muss mich reparieren, nachdem ich gestorben war. Den Beutel können wir nicht aufmachen. Das habe ich auch noch eben ausprobiert, ob man damit irgendwas machen kann. Die Sache sieht nicht gut aus. So schafft sie es nicht wieder auf die Straße. Habt ihr den Beutel gefunden? Ja, aber er ist kaputt. Vielen Dank, dass ihr dies zurückgebracht habt, Onimandra. Ich weiß nicht, was der verletzten Pilgerin an diesem Beutel so wichtig ist, aber sie lässt keinen an sich heran, bis sie ihn wieder hat. Ja, okay. Haltet den Kurs. Ja, wir halten den Kurs. Genau, die Bedeckung des Pilgers. Ja, eine schicke Kapuze. Mehr oder weniger schick. Oh. Wacht auf, Galressa. Was wollt ihr, Thaleris? Ihr hattet ausreichend Zeit, um euch von euren Verletzungen zu erholen, Galressa. Es ist an der Zeit, dass ihr auf die Straße zurückkehrt. Ich breche nicht allein auf, Thaleris, und das ist mein letztes Wort. Ich werde hier warten, bis die nächste Gruppe von Pilgern eintrifft und dann gemeinsam mit ihnen weiterziehen. Ja, ich glaube, die hat jetzt irgendwie Muffensausen. Ihr werdet nichts dergleichen tun. Wir haben schlicht und ergreifend keinen Platz mehr, um euch unterzubringen. Nun macht euch bitte auf den Weg. Beim Sonnenbrunnen, ihr seid ein wahrer Dickschädel. Ihr könnt mich nicht einfach zur Weiterreise zwingen, Thaleris. Und nun geht mir aus den Augen. Nun gut, wir machen es auf eure Art. Wenn wir andere ablehnen sollen, seid ihr allein für ihr Leid verantwortlich. Denkt gut darüber nach. Ja, er ist irgendwie ein bisschen, ich weiß nicht, er ist ein bisschen gemein, ne? Unsere Feinde werden fallen. Ich glaube, so langsam bereue ich es, mich auf diese Pilgerreise eingelassen zu haben. Natürlich habe ich gewusst, dass die Reise anstrengend sein würde, aber auf die Beschwerlichkeiten der Scherbenwelt war ich nicht vorbereitet. Um die Sache noch schlimmer zu machen, scheint dieser Thaleris mich unbedingt loswerden zu wollen. Und das, bevor ich mich vollständig wieder erholt habe. Selama, ja, irgendwie ist er sehr gemein, finde ich irgendwie. Und er wird nicht netter, um das mal so zu sagen. Was ist euer Begehr? Ich habe keine Zeit für Geschwätz, Priesterin. Ich muss zusehen, dass alle Stolz. Pilger... Was? Dass alle die Pilger... Ich habe es nicht lesen Zeiten können. Sie ist auch eine Zicke. Das haben wir dann einfach ignoriert. Ja, wir geben mal Quests ab. Also, wir geben die Quest bei Venren ab. Und... Da bin ich immer noch hin und her gerissen, weil das schon so ein bisschen, da wollte ich mir die Werte, habe ich die Werte verglichen. Der Hut hat Vorteile, ne? Er hat Ausdauer, aber die Bedeckung des Pilgers, diese Kapuze, die wir jetzt haben, die ist natürlich, die erhöht die Zaubermacht um mehr und die hat kritische Trefferwertung. Die Willenskraft ist höher und die Intelligenz ist etwas weniger und keine Ausdauer. Das hat mir ein bisschen Sorgen bereitet. Tatsächlich. Weil, ja. Aber wir gehen jetzt erstmal Wendrennen vorbei. Anaria Schola. Der Tag der Abrechnung. Habt ihr getan, warum ich euch gebeten habe, Onimandra? Ja, hier, mit den Fackeln und so. Der Weg ist erleuchtet. War anstrengend. Wurde beinahe umgebracht. Lebt wohl. Obwohl die große Kluft noch immer ein gefährlicher Ort ist, gibt sie einen brauchbaren Pfad für unsere Pilger ab. Ein derartiger Akt der Verzweiflung ist unvermeidlich, solange die Allianz weiterhin sämtliche ein- und ausgehenden Straßen zur Falkenwacht beobachtet. Ja, und die Handschuhe, die, auch die Handschuhe sind in einigen Dingen weniger. Auch die haben keine Ausdauer. Auch die kosten uns Willenskraft, was echt ärgerlich ist. Wir werden also haben keine so gute Mana-Regeneration. Aber die Trefferwertung und die Zaubermacht, ne? Also, ja. Ich habe, mich dann dafür entschieden, sie auch anzulegen, wenn ich mich recht erinnere. Selama Ashalanore. Ja, das haben wir leider noch nicht. Bedauerlicherweise. Ah, das kommt noch, das kommt noch. Die kriegen wir noch. Nein, ich wollte B drücken. Also das,
frage mich, ob mir irgendwann der, wann mir das mit dem Buff aufgefallen war. Ich weiß das gar nicht mehr. Vielleicht ist mir das mit auch erst am Anfang der nächsten Folge aufgefallen, dass ich den Buff durch das Pflücken habe. Na komm, zieh sie an. Ich habe sie auf jeden Fall angezogen. Ich habe alle Sachen, die ich bekommen habe, ausgetauscht. Ich glaube, ich habe die mal im Inventar gelassen. So, ich merke, langsam geht meine Stimme flöten, aber es ist ja auch nicht mehr viel. Ich habe nicht mehr viel gemacht danach. Ich bin noch zum zur Händlerin gegangen, habe Dinge verkauft. Ich wollte mich eigentlich reparieren, aber das habe ich irgendwie gar nicht gemacht. Bin ja gestorben, von daher müsste ich mich eigentlich reparieren. Habe ich ihn verkauft? Ja. Und ich habe die Handschuhe verkauft. Stimmt, damit ich nicht versucht bin, sie anzuziehen. Ich habe dann noch ein bisschen neues Wasser gekauft. Noch einmal, bitte. Noch einmal Wasser. Noch einmal Wasser. Genau, das wusste ich noch. Ja, das ist einfach... ich habe halt Zaubermacht und Trefferwertung dann als wichtiger angesehen und mich dafür entschieden. Man muss sich dann halt von den Gegenständen trennen manchmal. Das ist einfach so. Ja, diese Schaufel hat mich irritiert, die da so steht. Alles und ich habe mich dann doch noch repariert. Aber wir haben über 100 Gold. Das ist schon mal... Ne, es wächst. Das Gold kommt. Ich fürchte, wenn wir das nächste Mal leveln gehen, also Fertigkeiten leveln und Berufe leveln, wird da wieder einiges verschwinden an Gold. Aber das ist dann halt so. Genau. Ja, und da habe ich dann einfach mal die Folge beendet, sozusagen. Und das tue ich jetzt auch. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Die nächste Folge wird auch nicht synchronisiert. Genau, da habe ich beschlossen, beim nächsten Mal kümmere ich mich um die Magar. Auch wenn ich hier noch bei Arillions Geheimnis verharre. Das war irgendwie, genau. Und dass ich in diese Dinge erledige. Die Zangamarschen stehen an. Richtig. So. Mir ist gar nicht aufgefallen, dass man eine zeremonielle, dass man zeremonielle Roben bekommt bei Entsandte zu den, Entsandt zu den Magar. Aber mir wird es auffallen. Das kann ich schon mal sagen. Es wird mir auffallen. Ja, die Belohnungen werden nach und nach besser, finde ich, die Item-Belohnungen. Manche Quests sind ja immer nur Gold, aber es werden, kommen immer mehr bessere Item-Belohnungen. Aber jetzt, ich sag mal, macht's gut, tschüss, ciao und bis dann.